Wir fangen heute mit einem ernsten Thema an. Und zwar, ich wurde zugespammt. Normalerweise wäre ich schon öfters zugespammt, wenn irgendein Video kommt. Aber heute wurde ich zugespammt und ich habe mir mal, ich habe nicht genau gerafft, was los war. Ich wurde auf Twitter zugespammt. Und zwar, dass InScope einen Babydelfin, einen toten Babydelfin bestellt hat zum Essen. Und ich weiß nicht, ob das ernst ist oder nicht, aber ich kann euch mal kurz einen Ausschnitt zeigen. Ich habe mal so drei gescreenshottet. Anja hat zum Beispiel geschrieben, InScope macht sich heute einen Babydelfin zum Abendessen. Das kann doch nur ein Joke sein, oder? Das kann doch nur ein Joke sein, als ob InScope sich einen Babydelfin zum Abendessen macht. Digga, das traue ich mal InScope zu. Nikita schreibt, könntest du bitte was über den Schwachmaten InScope berichten? Absolute Tierquälerei, was der betreibt in seiner Story. Der Junge sollte in die Klapse. Frisst InScope wirklich einen Babydelfin? Digga, ich muss kotzen. Was? Auf Instagram oder was? Digga. Was? Never, never. Das ist irgendein Joke. Ihr kennt doch InScope. Der geht doch. Wir gucken mal rein. Wir laufen jetzt noch durch die Streets von LA. Leider der einzige sonnige Tag, den wir heute erwischt haben. Mhm. Ja, kann man nichts machen, geschieht mir recht. Haben die in LA eine Delfin gegessen? Bei Gangs unterwegs, guckt euch mal das Wetter an. Ist das die richtige Story? Guck ich mir gerade die richtige Story an? Weiß das jemand? Einfach zu wilde Brä. Letzter Tag, gleich geht's zurück. Digga. Hier ist einfach eine Fliege ins Auge geflogen, Digga. Es tut so weh, Tor, Digga. Mein aktuelles Wohlbefinden. Alles klar? Haha, beste Anmache. Samstag setzt sich im Club ein fremder Typ neben mich im Raucherbereich und fragt, sag mal, wichst. Okay, alles klar. Back at home. Okay, ich glaube, wir haben die Story verpasst. Er ist schon wieder zu Hause. Er ist nicht mehr in LA. So, Leute, was geht ab? Heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist echt eine extrem heftige Nummer. So, Leute, wir haben uns hier einen super Babydelfin sponsern lassen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche Fische zu fangen. Als ob. Never, 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 never. Never, 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 never. Der ist extrem selten und ja. Wie, der ist extrem selten? Das wird doch kein Mensch sagen, der nicht ein IQ von 5 hat. Das ist irgendein Bullshit. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier schmeckt. Ihr wisst, ich hasse Boomerangs, aber hier musste es sein. Als ob das real ist, das ist doch nicht, niemals. InScope ist doch nicht so hängen, niemals, 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 niemals. Never, 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 das ist, never. Also meine Freunde, wir braten hier ein bisschen die ersten Stücke an. Never, das ist doch, never, 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 never. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus, muss ich sagen. Ich habe richtig Kohle. Als ob die sich zu Hause, das ist Bullshit, als ob die sich zu Hause hinsetzen würden und einen Babydelfin selber auch noch so aufschneiden würden und sowas. Wenn die sowas bestellen würden, also wenn, sowas würden die niemals machen, aber wenn die sowas bestellen würden, dann doch so fertige also Stücke, Freunde. Dann würden die auch schon solche Stücke bestellen. Als ob die einen ganzen Fisch, die können doch gar keinen Fisch ausnehmen, die sind doch keine gelernten Metzger oder Fischer oder irgendwas. Never, das ist Fake sein Opa. Wer bestellt denn einen ganzen Fisch, so ein Delfin-Baby? Never. Nee, traue ich InScope nicht zu. Never, 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 never. Es ist irgendein Prank. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es sieht echt aus, muss ich sagen. Es sieht echt krass, krass heftig aus, aber. Einen super. Nee, da muss irgendwas hinterstecken. Never. Gönner Lifestyle auf diesen Abend, Freunde. Nice, Alter. Als ob so Delfin. Gönner Lifestyle. Nee. Leute, nee, lass mich nicht verarschen. Auf diesen Abend, Freunde. Nice, Alter. Boah, für Schick. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Komplett anderer Geschmack. Wahnsinn. Ja, man ist echt krass geil, Mann. Ich hab's noch nie probiert. Heftig. Okay. Ich sag euch jetzt Folgendes. Ich glaube nicht, dass es real ist. Die treffen sich da mit 4 Leuten und weinen. Das ist vor einer Stunde aufgenommen worden. Das ist um 19 Uhr aufgenommen worden. Als ob die sich da treffen. Nee. Ich schreibe ihm mal eben was.
Also ich sag euch Folgendes, das ist so, Freund, ich hab kurz noch niemals, also ist schon wirklich, InScope ist schon wirklich heftig hängen geblieben, auf jeden Fall, true, aber das wird er niemals machen. Und ich sag euch eine Sache, das ist Fake sein Ohrfeigen. So Leute, wir haben... Meine Meinung, also wenn jemand sowas machen würde, in For Real, kompletter ehrenloser Bastard. Kompletter ehrenloser Bastard. Also, als ob man sich so seltene Tiere essen muss, wenn es nicht schon, es reicht ja nicht schon, dass man irgendwie Tiere in Massentierhaltung irgendwie aufzischt und so ein Scheiß. Also, nee, Leute, nee. Baby-Delfin sponsern lassen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche... Ich muss da ganz kurz gucken. Delfin essen legal, Deutschland. Ist es überhaupt erlaubt? Kann man Delfine vielleicht essen? Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob es theoretisch überhaupt erlaubt wäre. In armen Ländern und in Japan wird viel Delfin gegessen. Selbstverständlich kann man das essen. Delfinfleisch ist ein mageres, eiweißhaltiges Fleisch. Da Delfin weder im Großmarkt noch in der Gastronomie oder bei Fischhändlern gesehen habe, interessiert mich das. Delfin isst man in armen Ländern nicht wegen dem Preis, sondern weil die Fischer ihn auch dort unbeabsichtigt nebenbei fischen. Gibt es da eine richtige Info zu? Informationen über Delfinfleisch? Delfinfleisch ist ein mageres, eiweißhaltiges, cholesterinarmes Fleisch. Was? Es essen wirklich Leute Delfine, ne? Das wollen wir ändern. Mit wohlschmeckendem Delfinfleisch aus Aquakulturen und Wildfängen. What the fuck? Wie krank sind Menschen eigentlich? Delfinfleisch immer beliebter? 2011? Was? Oh mein Gott, Alter. Ich hab den Glauben an die Menschheit verloren. Ich hab einfach nur den Glauben an die Menschheit verloren. Also das ist... Ich trau's Nico nicht zu. Ich sag, das ist fake. Wir werden auf die Ausführung warten, er wird sich wahrscheinlich, es werden genug Leute, wenn mich schon Leute dazu gespammt haben, dass ich mir das angucken soll, werden ihn auch Leute zugespammt haben, was das soll, also das wird genug Leute aufregen, er wird wahrscheinlich ein Statement dazu abgeben. Ich denke, es ist einfach nur ein Prank für irgendwas oder so, wir werden es wahrscheinlich dann erfahren, aber ich sag, das ist never real, das wird InScope niemals machen. Also das traue ich InScope nicht zu, wird er niemals machen. Vielen Dank, dass ihr mich auf das Thema aufmerksam gemacht habt, aber es ist, ich sag, fake sein Urgroßvater, 100% fake.